Herzlich willkommen bei Autobild TV und herzlich willkommen bei der Präsentation eines Autos, wo Sie sich jetzt vielleicht fragen, was soll das eigentlich? Das sieht aus wie ein Skoda Superb. Und tatsächlich, es ist auch einer, es ist allerdings das facegeliftete Modell. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum hat sich denn da um Gottes Willen nur so wenig getan, kann ich Ihnen erklären. Andere Autohersteller hätten nämlich gerne das Problem, was Skoda hat. Die kommen nämlich in der Fabrik gar nicht mehr hinterher mit dem Autobau und haben Kapazitätsprobleme, während sie bei VW in Emden, wo der Passat gebaut wird, Kurzarbeit haben und Ford 12.000 Stellen streicht, unter anderem wegen dem Mondeo. Und da greift dann das Golfprinzip, never change a running team, also so wenig wie möglich verändern, aber trotzdem irgendwie frisch machen. Und tatsächlich haben sie den Superb auch frisch gemacht. Sie haben nämlich jetzt so ein paar Sachen im Auto, die sie eigentlich schon ganz gern von Anfang an gehabt hätten. LED-Scheinwerfer vorne beispielsweise oder das digitale Kombi-Instrument. Und wir wollen jetzt einmal rausfahren. Ist denn das jetzt schon frisch genug und reicht das tatsächlich für die Überarbeitung dieses mittlerweile 4 Jahre alten Autos aus? Als erstes Skoda-Serienmodell bekommen Superb und Superb Kombi Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamische Lichtfunktionen. Überarbeitet wurden die Frontschürze sowie der Kühlergrill, jetzt etwas größer und mit Doppelrippen. Das Heck des Superb zieren der neue Skoda-Schriftzug in Einzelbuchstaben sowie eine horizontale Chromleiste. Sie verbindet die Heckleuchten, die je nach Ausstattung in Kristallglasoptik und Voll-LED-Technologie erstrahlen. Im Innenraum gibt es neue Dekorleisten sowie clevere Details wie die Erweiterung des variablen Ladebodensystems. Das Kofferraumvolumen beträgt 625 Liter bei der Limousine und 660 Liter beim Kombi. Wenn Sie verstehen wollen, warum der Superb so erfolgreich ist, gebe ich Ihnen einen Tipp. Gehen Sie einfach mal zum Skoda-Händler, leihen Sie sich ein Auto aus und fahren Sie eine Runde. Denn tatsächlich kann man das nicht viel besser machen. Der federt ordentlich, die Lenkung ist straff, trotzdem ist er sportlich und präzise. Dank der Überarbeitung jetzt auch mit einem tollen Navigationssystem und mit den digitalen Instrumenten irgendwie im Hier und Heute angekommen. Und einen entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Massenherstellern hat Skoda. Das Ganze macht hier irgendwie an. Das ist nicht beliebig, sondern das ist schön gemacht hier als Sportline mit irgendwelchen Carbon-Applikationen. Und man fühlt sich einfach schlicht und ergreifend wohl in diesem Auto. Es kommen jetzt eine Fülle an Assistenzsystemen zum Einsatz. Einige Serie, einige gegen Aufpreis erhältlich. Skoda hat zudem sein Zugangs- und Start-Stopp-System weiterentwickelt. Der Fahrzeugschlüssel verfügt nun über einen integrierten Bewegungsmelder. Wenn sich der Schlüssel nicht bewegt, sendet er auch keine Signale. Reichweitenverstärker haben somit keine Chance, Funksignale abzugreifen und so das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Clever. Der Superb hat ja tatsächlich seine Lücke gefunden, irgendwo so zwischen Premium und dem Mainstream von Ford und Opel und wie sie alle heißen. Und wenn Sie hier mal gucken, hier ist kein Skoda-Logo mehr nach der Überarbeitung, sondern hier ist ganz breit der Schriftzug. Das soll für das neue Selbstbewusstsein der Marke stehen. Und das steht nicht nur dem Auto gut, sondern entspricht auch seinen Qualitäten. Zum Bestellstart werden Superb und Superb Kombi mit 3 Motorisierungen erhältlich sein. 2 2-Liter Benziner mit 190 bzw. 272 PS und ein 190 PS starker Diesel. Ab August rundet der 1,5 TSI ACT mit 150 PS die Motorenpalette nach unten ab. Der Superb als Sportline startet zu Preisen ab 36.150 Euro. Als Superb-Kombi-Sportline ist er ab 37.250 Euro erhältlich.